Heute eine sehr spannende Frage. Sind wir nur Materie oder bestehen wir doch aus mehr? Was macht uns aus und wer sind wir? Um einen kurzen Exkurs dahin zu machen, wie ich dazu kam, mir genau diese Frage zu stellen. Mir hat ein guter Freund ein Gedankenexperiment erzählt. Dabei ging es um Folgendes. Stell dir vor, es gäbe eine Teleportationsmaschine. Und diese Maschine macht eigentlich nur Folgendes. Sie scannt deine molekulare Biostruktur, also jedes einzelne Teilchen, jedes Atom, aus dem deine Knochen, deine Haut, deine Organe, dein Blut und alles andere besteht, scannt eben diese Struktur und speichert sie als Information auf einem Computer ab. Diese Informationen werden dann an einen zweiten Teleporter, der ganz woanders steht, weitergegeben und die Teilchen werden in genau der abgespeicherten Ordnung wieder aufgebaut. Nun stell dir vor, du betrittst den Teleporter. Deine Struktur wird ausgelesen, der Teleporter zerschießt all deine Teilchen und setzt sie frei. Im gleichen Moment aber werden am anderen Teleporter, der wie gesagt ganz woanders steht, genau diese Teilchen wieder aufgebaut. Es sind zwar nicht dieselben Teilchen, da Atome aber im Grunde immer die gleichen Eigenschaften besitzen, macht es keinen Unterschied, ob es dieselben oder die gleichen sind. Für mich war das Experiment relativ simpel und klar. Ich bin beim einen Teleporter zwar zerschossen worden und habe dort nicht mehr existiert, da ich aber in meiner Struktur, meiner Biomasse, so wie ich bestehe und was mich zum Ich macht, beim zweiten Teleporter wieder aufgebaut worden bin, existiere ich nun da weiter und bin im Grunde eben dorthin teleportiert worden. So also das Gedankenexperiment zur Teleportation. Für mich war das bis hierhin eigentlich ziemlich logisch. Nun kann man aber weiterdenken. Was passiert in dem Moment, in dem man zwar beim zweiten Teleporter wieder exakt nachgebaut wird, beim ersten Teleporter aber nicht zerschossen wird? Man also im Endeffekt doppelt existiert, zweimal genau der gleiche Körper, mit den gleichen Knochen, den gleichen Haaren, den gleichen Muskeln und den gleichen Augen. Alles ist gleich. Existiere ich dann zweimal? Oder bin ich immer noch der am ersten Teleporter? Oder vielleicht plötzlich der am zweiten? In diesem Moment wurde für mich klar, im Grunde müssen wir mehr sein als nur Biomasse. Grundsätzlich bin ich ein großer Verfechter und Fan von wissenschaftlichen Lösungsansätzen für alles, was das Selbstbewusstsein und Selbstgefühle angeht. So gibt es Wissenschaftler, die behaupten, bereits exakte Gehirnareale gefunden zu haben, die für das Bewusstsein und das Gefühl des Ichs verantwortlich sind. Aber Gehirnareale sind Biomasse und Biomasse ist nachbaubar, also theoretisch jedenfalls. Im Falle des Teleporters würde es heißen, es würden plötzlich zwei Leute existieren, die denken, ich zu sein. Aber wer von denen bin ich dann? Oder bin ich plötzlich keiner mehr? Man könnte nun an etwas wie eine Art Seelenexistenz glauben. Also ein spiritueller Lösungsansatz, der erklärt, was einen selbst ausmacht. Jeder Mensch hat eine Seele, sie ist der Geist im materiellen Körper. Sollte nun aber etwas wie eine Seele existieren, dann frage ich mich, aus was besteht diese Seele? Wenn die Seele nun das Ich ausmacht, was genau ist das dann? Sollte wiederum tatsächlich eine Art Seele existieren, dann ist es in meinen Augen auch nicht undenkbar, dass der Tod einfach nur ein schwarzes Nichts ist. Bin ich Materie? Oder bin ich mehr? Ich kann es kaum glauben, dass ich nur eine chemische Reaktion sein sollte, eine Biomasse, die Gefühle, Emotionen, Reaktionen und Erfahrungen letztendlich zum Ausdruck bringen sollte. Aber was sind wir denn? Haben wir eine Seele? Oder sind wir die Erfolge einer Quantenteleportation? Oder sind wir sogar Klone? Diese Frage möchte ich heute einem ausgewiesenen Fachmann stellen, Herrn Roberto Antella Martinez. Sei ganz herzlich willkommen. Ich danke dir für die Einladung. Gerne. Roberto, du füllst Säle. Hunderte von Menschen wollen dich hören und sehen, um die Erfahrungen von dir zu erleben. Und ich möchte gerne auf dieses eingangs erwähnte Video zurückzukommen, dich fragen, ist der Mensch mehr als nur eine Biomasse? Es wäre traurig, wenn der Mensch nur Biomasse wäre. Das wäre sehr traurig. Mhm. Er ist natürlich viel, viel, viel mehr. Mhm. Ja, dieses Bewusstsein, diese Energie, der Mensch ist Energie, manifestierte Energie, nicht nur das, ja, sondern ist ja noch Seele im Spiel und viel, 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 viel mehr. Lässt sich eigentlich mit Worten gar nicht erklären. Mhm. Aber könntest du dir vorstellen, dass wir durch die sogenannte erwiesene Quantenteleportation, ja, wo ja heute reine Physik darstellt, genau, letztendlich auch einen Menschen von A nach B transformieren können oder hinbeamen können, wie das Enterprise so macht? Ja, mit Sicherheit. Aber dann ist es ja auch nur die Biomasse, die transportiert wird. Das würde ja heißen, dass unsere Seele irgendwo ein Bestandteil ist unserer atomaren Zusammensetzung. Ja, das ist richtig. Siehst du das auch so? Also das Ganze, wie wir sind, ist die Seele von uns auch enthalten. Ja. Mhm. Ich habe mal gelesen, dass so rund 80-90% aller unserer Gedanken, ja, unbewusste Gedanken sind. Und wir uns eigentlich nur 10% ja, aller Gedanken bewusst sind. Genau, wenn überhaupt, ja.
Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja? Also dann frage ich mich, bin ich denn die Person, die ich jetzt als Moderator bin, und an dieser Stelle habe ich ganz vergessen, die lieben Zuschauerinnen und Zuschauer ganz herzlich willkommen zu heißen in unserem Sendeformat von QS24 auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Das sei hiermit nachgeholt. Haben Sie bitte ein bisschen Verständnis. Wenn ich die Summe aller dieser Gedanken sein sollte, dann bin ich doch eigentlich tendenziell mehr der Mensch mit den unbewussten Gedanken hier manifestiert. Ja, genau. Also der Mensch spätestens ab dem 20. Lebensjahr ist nicht mehr der Mensch, den er im Spiegel sieht. Er ist der, der glaubt sein zu müssen, sollen. Aber er ist nicht der, der er wirklich ist. Er ist diese 10%, die im Laufe des Lebens so anerzogen wurde, dass er glaubt, er ist der, der er ist. Aber man weiß ja, ein Gedanke, auch ein unbewusster Gedanke, möchte sich irgendwann manifestieren. Mhm. Ja, und aus diesem Gedanken wird irgendwann mal ein Glaubenssatz, auch unbewusst. Und aus diesem Glaubenssatz wird dann unsere Realität und unser sogenanntes Schicksal. Mhm. Also aber nicht so spannend, was du gerade sagst. Also gehen wir nochmals zurück. Ja, gerne. Ich meine, die 10% meiner bewussten Gedanken zu sein. Mhm. Aber diese 90% aller meiner Gedanken erschaffen mich ja zu 90% mit. Richtig. Das müsste doch eigentlich bedeuten, dass ich lernen müsste, mehr mit meinen unbewussten Gedanken in Resonanz zu kommen und zu schauen, dass ich die doch ein bisschen mehr Bewusstsein oder Zielvisualisierung in diese unbewussten Gedanken reinbringen müsste. Ja, mehr nach innen kehren. Diese Unbewussten sind ja dieser Kern, diese Quelle, die in uns schlummert. Und nicht dieses, sage ich mal, dieses Wachbewusstsein, wo wir hier oben haben, diesen Film, wo wir tagtäglich sehen und hören, was da passiert, vom Fernsehen, von den Eltern, von der Schule. Das sind diese 10%. Ja? Aber hier dieses, was schlummert, diese 90%, diese unbewussten Glaubenssätze, das ist natürlich das, was im Endeffekt unser Leben prägt, beziehungsweise das Potenzial, was nicht gelebt ist, was einfach im Lager verstaut ist, das ganze Wissen seit Anbeginn der Zeit. Und das ist unvorstellbar viel, dafür gibt es keine Worte, um es in Worte auszudrücken. Manche machen ja die Erfahrung, wenn sie in einen tiefen Hypnosezustand gehen, was sie auf einmal aus ihrem Unterbewusstsein heraufholen können, an Wissen und. Und die Quantenphysik macht ja auch richtig tolle Beispiele dazu. Was? Da komme ich gerne noch darauf zurück. Okay. Aber ich möchte dich noch eins fragen. Ich meine, du hast jetzt irgendwie um die 15.000 Menschen diesbezüglich schon eine Betriebsanleitung mit auf den Weg gegeben. Ja, du hast Hunderte von Coaches ausgebildet, die dich auf diesem Weg unterstützen oder helfen, dein Wissen hinauszutragen. Ja. Ist es denn für Otto Normalverbraucher wie für mich? Ja. Lernbar, mehr Kontrolle über das mich auch erschaffende, unbewusste Potenzial zu bekommen. Absolut, absolut. Für alles, also für jeden ist es erlernbar, für jeden. Denn sehr viele sagen zu mir, ja, ich bin ja kein Auserwählter, nur Auserwählte haben diese Möglichkeiten, ja. Dass ich dann immer sage, wir sind alle, die wir hier auf der Erde sind, auf diesem wunderschönen Planeten Erde, sind auserwählt, sonst wären wir nicht hier. Und natürlich sagt, wenn jetzt einer schwer krank ist oder was auch immer, dann sage ich immer, das bist ja nicht du, das hast du dir erschaffen. Aber das, was du bist, ist um ein Vielfaches größer, stärker, lichtvoller. Und das musst du nach oben holen und nicht diese 10%, wo das erschaffen haben, was du heute bist, wenn du damit unzufrieden bist. Ja? Und dann gebe ich einfach diese Betriebsanleitung und sage, guck mal, meine Geschichte war so und so und so, von vielen anderen auch, wo du jetzt hier kennst und Coaches. Und jetzt zeige ich dir einfach, wie du diese Betriebsanleitung bekommst, um diese 90% langsam nach oben zu holen. Es müssen nicht mal 90% sein, 20% ist auch schon. Ist das über Wochen, Monate, Jahre hinweg stetig zu veroptimieren? Genau, ein Leben lang eigentlich. Okay. Ja, Erfolge kann man schon nach Stunden sehen. Und schon 2% verändern schon das Ganze. Dann lernt man schon über den Tellerrand hinaufzuschauen. Das ist eine Bewusstseinserweiterung. Allein schon 2%. Es müssen nicht 90% sein, um Gottes Willen. Ja,
Wir sind ja erleuchtete Wesen, sage ich jetzt einfach mal, aber diese Erleuchtung langsam nach oben zu holen und nicht dieses Bewusstsein, was wir nur da oben haben, diese 2 Kilo Masse zwischen den Ohren, wo meint, das ist richtig, das ist falsch, was das ja gar nicht gibt in diesem Sinne. Roberto, wir haben uns gut vorbereitet auf diese Sendung, weil ich gerne die wissenschaftliche Sichtweise dazu auch gerne mal hören möchte. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bringe jetzt ein kleines Video und darin geht es eigentlich um die heute anerkannte Wissenschaft, der sogenannte Placebo-Nocebo-Forschung. Bitte schauen Sie sich kurz dieses Video dazu an. Wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg. Es gibt viele Verletzte und medizinische Engpässe. Um den verwundeten Soldaten die unerträglichen Schmerzen zu nehmen, verabreichten die Sanitäter und Ärzte den Soldaten Morphin, auch umgangssprachlich Morphium genannt. Als eben jenes Medikament ausging, probierte der amerikanische Arzt Henry K. Beecher etwas aus. Um den verletzten Soldaten trotzdem helfen zu können, verabreichte er den Verwundeten eine schwache Kochsalzlösung. Diese Lösung bestand aus Natriumchlorid, also normalem Kochsalz und Wasser in Form einer Spritze. Als Beecher den Soldaten diese Lösung verabreichte, geschah etwas Unglaubliches. Über ein Drittel der unter Schmerzen leidenden Soldaten reagierte so, als würde ihnen Morphin verabreicht werden. Die Schmerzen waren teilweise verschwunden oder stark reduziert. Aber wie ist so etwas möglich? Die Kochsalzlösung besitzt keinen schmerzlindernden Effekt. Wie kann es also dazu kommen, dass sich die Soldaten besser fühlten? So, Roberto. Es ist beeindruckend. Also wir haben jetzt doch ganz deutlich gesehen, dass durch ein Placebo, das kennen wir ja alle, auch aus der Homöopathie, wir meinen, was gekriegt zu haben und der Körper, unsere Biomasse reagiert auf das Glauben. Ist doch eigentlich schon verstaunt, total erstaunlich, oder? Absolut. Also da sind wir doch genau da, wo du gesagt hast, wenn unser Unterbewusstsein ein Glaube hat, verändert er die Materie, sprich unsere Biomasse. Zu 100%, ja. Also das muss ja eigentlich der Weg sein für uns Menschen, dieses Potenzial in uns zu entdecken und uns nicht mehr nur auf diese 10% einzuschränken. Richtig. Ich sage dazu gern Gedankenkontrolle. Also entweder wir kontrollieren unseren Geist, unsere Gedanken, oder wir werden kontrolliert. Aber dann nicht von uns, sondern von außen. Ja, und dadurch werden wir auch nicht manipuliert. Wenn wir aber lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren, dann sind wir Schöpfer unseres Daseins. Dann können wir unser Schicksal verändern. Dann haben wir, langfristig ein wunderschönes Leben hier auf Erden. Deshalb sind wir ja hier. Ja? Aber wir müssen hier was verändern. Denn schon die Indianer sagten ja in ihren Weisheiten, was Roosevelt ein bisschen verändert hat. Wir sind nicht die Gefangene unseres Schicksals, sondern unserer gefühlten Gedanken. Ja. Und da fängt es an. Mhm. Ja, und das Gefühl ist aber meistens ganz, ganz tief verborgen. Das ist ein Gefühl, ein Gedanke zu machen, ein bewusster Gedanke, das muss gelernt werden. Mhm. Denn meistens sind es unbewusste Sachen, die da ablaufen und dann quasi das Ganze hier formen und auch die Außenwelt formen. Bewusstsein, was war der nächste Stichwort von dir? Wir hatten hier an diesem Thema schon mal den Professor Jan Rack da, der arbeitet als Physiker am CERN in Genf. Mhm. Und die haben dort das sogenannte Doppelspaltexperiment gemacht, was ja auf den Beobachtereffekt hinweist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Ihnen hierzu kurz ein Video zeigen mit beeindruckendem Ausgang. Bitte seien Sie gespannt darauf. Und jetzt kommen wir zu einem Urvater des Quantenmysteriums, dem berüchtigten Doppelspaltexperiment. Um dieses Experiment zu verstehen, müssen wir uns zunächst ansehen, wie Teilchen oder kleine Gruppen von Materie sich verhalten. Wenn wir ein kleines Objekt, zum Beispiel eine Glaskugel, zufällig auf eine Projektionsfläche abfeuern, sehen wir hinten ein Muster an der Stelle, wo sie durch den Spalt schoss und aufgetroffen ist. So. Wenn wir jetzt einen zweiten Spalt hinzufügen, würden wir erwarten, auch einen zweiten Streifen rechts daneben an der Wand zu sehen. Nun, lasst uns Lichtwellen ansehen. Die Wellen treffen auf den Spalt und strahlen auf die hintere Wand aus, mit einer Intensität, die dort am größten ist, wo sie direkt durch den Spalt zielen.
Die Helligkeit des Streifens auf der hinteren Projektionsfläche zeigt diese Intensität an. Das ist in etwa mit dem Streifen, den die Murmel verursacht, zu vergleichen. Aber wenn wir einen zweiten Spalt hinzufügen, passiert etwas völlig anderes. Wenn das obere Ende eines Lichtstrahls das untere Ende eines anderen Strahls berührt, löschen sie sich gegenseitig aus. Also gibt es eine Überlagerung im Muster an der hinteren Wand. An der Stelle, wo die beiden Spitzen sich treffen, gibt es die höchste Intensität, die hellsten Linien. Und wo sie sich gegenseitig aufheben, ist gar nichts. So, wenn wir Dinge, das heißt also Materie, durch zwei Öffnungen feuern, sehen wir hinten auch zwei Streifen des Aufpralls. Bei Wellen erhalten wir ein überlagertes Muster aus mehreren Streifen. Gut, soweit. Nun, auf zu den Quanten. Ein Elektron ist ein winziger Teil von Materie. Wie eine kleine Murmel. Lassen Sie uns einen Elektronenstrahl durch den Spalt schießen. Er verhält sich genau wie die Murmel, ein einziger Streifen. Wenn wir also diese kleinen Teilchen durch zwei Schlitze schießen, sollten wir, wie bei der Murmel, zwei Streifen bekommen. Was? Eine Interferenz des Musters, eine Überlagerung? Wir haben Elektronen abgefeuert, kleine Teilchen von Materie. Aber wir erhalten ein Wellenmuster, anders als bei den Murmeln. Wie das denn? Wie können Materieteilchen ein Interferenzmuster wie bei Wellen hervorrufen? Das ergibt keinen Sinn. Aber die Physiker sind clever. Sie dachten, vielleicht prallen die kleinen Elektronenkugeln aufeinander und verursachen dabei das Muster. Also schossen sie einzelne Elektronen nacheinander ab, sodass sie nicht miteinander in Kontakt kommen konnten. Aber nach gut einer Stunde trat das gleiche Interferenzmuster auf. Die Schlussfolgerung daraus ist unausweichlich. Das einzelne Elektron macht sich als Teilchen auf den Weg, schießt durch beide Öffnungen, beeinflusst sich dabei selbst und trifft als Teilchen auf die Wand. Aber mathematisch gesehen ist das noch seltsamer. Es geht durch beide Spalten und durch keinen. Und es geht erst durch einen Spalt und dann durch den anderen. Alle diese Möglichkeiten stehen in Superposition zueinander. Aber die Physiker waren völlig verblüfft von dieser Entdeckung. Und so versuchten sie, einen Blick zu erhaschen, um festzustellen, durch welchen Schlitz es entschwunden war. Sie haben an einem der Schlitze ein Messgerät angebracht, um zu sehen, wo es durchgekommen war, und ließen es fliegen. Aber die Welt der Quanten ist noch mysteriöser, als sie gedacht hatten. Als sie es beobachteten, verhielt sich das Elektron wieder wie eine kleine Murmel. Es produzierte ein Muster aus zwei Streifen und nicht das Interferenzmuster aus vielen Streifen. Der Akt des Messens an sich oder die Beobachtung des Vorgangs hatte zur Folge, dass es nur durch einen, nicht zwei Schlitze kam. Das Elektron entschied sich anders zu agieren. So, als wüsste es, dass es beobachtet wird. Und es geschah hier, dass die Physiker für immer in die seltsame Welt der Quantenereignisse traten. Was ist Materie? Sind es Murmeln oder Wellen? Und Wellen von was? Und was hat ein Beobachter mit all dem zu tun? Der Beobachter brachte die Wellenfunktion nur durch seine Beobachtung zum Kollabieren. So, schon zurück, Roberto. Der Beobachter erschafft die Realität. Und das ist heute bewiesene Physik. Keine Esoterik, kein Hokuspokus, keine Zauberei. Es ist, wie es ist. He? Ja. Es ist unglaublich. Unglaublich, aber wunderschön. Allein diese Erkenntnis, zu wissen, dass es so ist. Ja. Und dass ich erschaffen kann. Es gibt auch ganz viel Logik dahinter. Also setze ich mir ein Ziel und ich arbeite an diesem Ziel dran, dann beobachte ich mein Ziel und ich erreiche mein Ziel, oder? Und die Leute, die eigentlich die Beobachtung haben, ich bin nicht, ich werde nichts, ich habe nichts, ich kann nichts, also Kindheitsmuster, die irgendwo in meinen 90% drin haften, erschaffen wieder meine Realität und ich komme eigentlich von einem Leid zum nächsten Leid, oder? So ist es. Da, wo ich meine Wahrnehmung, meine Aufmerksamkeit hinlenke, wenn ich meine Aufmerksamkeit hinlege auf das Leben ist ein Kampf, das Leben ist schwer,
und so weiter, dann erschaffe ich ja. Ich beobachte, es entstehen Gedanken, bewusste und unbewusste, und dadurch forme ich ja eine Realität. Ja, eine Realität, die wahrscheinlich nicht wünschenswert ist. Ja, und allein die Erkenntnis, ich kann durch Gedanken mein Unterbewusstsein lenken, ist für mich eines der größten wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Entdeckungen des Jahrhunderts, dass ich es wirklich lenken kann und dadurch mein Schicksal verändern kann, meine Realität verändern kann. Ja. Da möchte ich eigentlich gleich noch anhaken. Ich meine, wir haben jetzt angefangen über die wissenschaftlichen Wege, über die Quantenteleportation. Ja. Unglaublich. Placebo-Nocebo-Forschung. Unglaublich. Ja. Dann dieses Doppelspaltexperiment, wo heute wirklich im wissenschaftlichen Bereich in aller Munde ist, aber leider die Menschheit selber noch immer nicht verstanden hat, um was es da jetzt gerade ging, oder? So, und jetzt kam so ein begnadeter Mensch wie du daher, der den Menschen eine Betriebsanleitung geben kann, sie an die Hand nimmt und genau diese drei Dinge, die schon so bekannt sind, am Mensch eigentlich vermittelt. Ja. Ich frage mich einfach, wie sieht denn das aus? Kann ich mich da irgendwie zu einem Seminar bei dir anmelden und da geht das ein Tag, zwei Tage, Woche? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es sind eigentlich Ein-Tage-Seminare, wo ich da anbiete. Einen Tag sollte man sich schon Zeit lassen. Also ich habe mir 30 Jahre Zeit dafür gelassen, um das alles zu erfahren, um es quasi wie auf dem silbernen Tablett als Praline, als Betriebsanleitung weiterzugeben. Aber da sollte man sich schon einen Tag Zeit nehmen, auch wenn die Technik im Endeffekt nur ein paar Minuten dauert, sage ich mal. Ja, aber es muss ja gezeigt werden, es muss vorgemacht werden, es muss beobachtet werden, ob man es richtig macht. Und da sollte man sich schon einen Tag Ein einziger Zeit Tag und du willst mit dieses Wissen von 30 Jahren Lebenserfahrung... Ja. Ich könnte es auch auf eine Woche ausdehnen. Ja, aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Es langt ein Tag. Also wenn eine Person auf du und du, wie du es bei mir wärst, könnte ich das in 2 Stunden komplett beibringen. Ist nicht wahr. Ja. Und dann muss ich dann wirklich deine Worte mir hinter die Ohren schreiben und immer wieder überlegen, bin ich jetzt auf Spur oder bin ich jetzt schon wieder ins alte Muster gefallen? Genau, der Mensch muss erstmal verstehen, was ich da sage. Ja. Muss man verstehen, das ist das Erste, weil die Glaubenssätze dagegen sprechen oft. Das kann doch gar nicht sein, wenn er meine Probleme hätte oder ich habe was ganz anderes gehört oder die Kirche hat mir was ganz anderes erzählt oder die Schule, so. Dann muss ich es akzeptieren, annehmen, okay. Und dann muss ich, wie Goethe so schön sagte, ins Tun kommen, um eine Veränderung herbeizuführen. Dann muss ich diese Regeln einfach anwenden. Das sind diese 3 Schritte. Ja. Und bei der Anwendung sehe ich eine Veränderung, was ich da tut, weil ich im Geiste was verändere. Und somit im ganzen System. Also du bindest die Menschen jetzt nicht in Wochen- und jahrelangen Seminaren, sondern du gibst eine Betriebsanleitung und jetzt tu es. Genau. Wow, also an dieser Stelle, liebe Zuschauer, meine Zuschauer, mache ich doch noch kurz eine Werbeeinblendung hier oben rechts. Schreiben wir jetzt kurz Werbesendung rein und jetzt kommt auch die Homepage von www.selbstheilungstechnik.com. Selbstheilungstechnik.com. So, Werbeblendung wieder weg. Ich kann mich da anmelden, ich kann mich dort schlau machen, kann schauen, wo ich dich das nächste Mal sehe und treffen kann. Genau. Und ich kann mir diese Betriebsanleitung wirklich für mich mal einverleiben. Ja, aber die müssen nicht mal zu mir kommen. Die können auch gern zu den die Coaches, die ich ausbilde. Mhm. Die haben ja das ganze Wissen, was ich in 30 Jahren gesammelt habe, weitergegeben. Und die geben ja auch Seminare. Also man muss nicht zu mir kommen. Die können zu den Coaches gehen. Die sind weltweit vertreten. Mhm. So dass die Menschen wirklich Anlaufstellen haben, also, und ich entlastet bin. Also die müssen nicht alle zu mir kommen. Es gibt genug gute Coaches da draußen. Roberto, ich bin tief beeindruckt. Ich danke dir ganz herzlich. Gracias, danke schön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beschäftigen Sie sich vielleicht auch mal ein bisschen mit diesen Dingen, die ich gerade hier in dieser großartigen Sendung zusammentragen durfte. Wie unsere bewussten Gedanken Materie schaffen, das haben wir jetzt gehört über diese... Über die Placebo- und Nocebo-Forschung selbstverständlich auch. Wir haben das gehört über dieses Doppelspaltexperiment, über die Quantenteleportationen. Wir wissen, dass alle diese Dinge reine Physik ist und uns Menschen beeinflussen. Und wir können diese Techniken erlernen. Und ich bitte Sie einfach, im Sinne, dass wir uns alle irgendwo ein bisschen weiterentwickeln sollten auf diesem Erde, sich damit zu beschäftigen. Und es wäre mir eine Freude, wenn Sie auch so große Erfolge haben wie mein Studiogast, der heute zu Hunderten, Tausenden Menschen sprechen darf.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute, ich wünsche Ihnen besinnliche Stunden. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.